Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.juelmedia.de. Später das Video vielleicht anschaut. Wir sind nach der etwas längeren Sommerpause wieder zurück und wir sind immer noch in Johannes 7, wo wir gesehen haben, dass Jesus beim Laubhüttenfest aufgetaucht ist. Buchstäblich aufgetaucht und gelehrt hat. Und wir wollen heute sehen, wie es da in dieser Situation weitergegangen ist, in dieser Auseinandersetzung. Und bevor wir dort in die nächsten Verse ab Vers 25 hineinsteigen, wollen wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Und wem es möglich ist, den lade ich ein, mit mir gemeinsam niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich jetzt vor allem darum bitten, dass du uns Jesus offenbarst, dass wir ihn noch besser verstehen. Du hast versprochen, dass du ihn offenbaren möchtest. Und in deinem Wort finden wir genau das, was wir brauchen, um ihn zu verstehen. Wir möchten dich bitten, dass du deinen Heiligen Geist sendest, der den Johannes inspiriert hat, um diese Worte zu schreiben, damit wir sie so verstehen, wie du sie gemeint hast. Und dass wir in unserer Freundschaft zu Jesus wachsen, dass wir ihn noch mehr lieb haben und noch mehr so sein wollen wie er. Halte du alles Störende fern. Herr, sei du bitte jetzt unser Lehrer. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Johannes Kapitel 7. Ihr erinnert euch, Jesus ist auf dem Laubhüttenfest. Er kam hier etwas später, könnt ihr euch daran erinnern? Dass er mit seinen Brüdern eine Unterhaltung hatte. Die Brüder hatten gemerkt, dass er nicht so wirklich Anstalten machte, wie es schien, zum Laubhüttenfest zu gehen, weil er ja schon etliche Feste ausgelassen hatte. Ihr könnt euch daran erinnern. Anderthalb Jahre lang war zu keinem Fest in Jerusalem erschienen. Und dann taucht aber plötzlich während des Laubhüttenfestes auf. Er war einen geheimen Weg gegangen, einen unbekannten oder nicht so oft gegangenen Weg und war jetzt plötzlich da und er steht plötzlich im Tempel und predigt, und er predigt mit göttlicher Vollmacht. Und wir haben gesehen, was dann passiert ist, nämlich die Juden, die wundern sich und fragen sich, woher die Bibel kennt, denn, was sagen sie, woher kennt dieser die Schriften? Er hat keine Schule gemacht, er hat nicht studiert, ja, woher soll das kennen? Ja, und Jesus sagt, meine Lehre kommt von Gott, dem Vater. Gott selbst ist mein Lehrer. Ja, ich brauchte keine Rabbis, die mir das beibringen, was Gottes Wort sagt, denn Gott ist bereit und willig und fähig, jedem Einzelnen von uns das Wort Gottes zu erklären. Ja, eigentlich brauchen wir keinen Lehrer. Wir sind froh und dankbar über jeden Prediger, über jeden Lehrer, der uns vielleicht etwas zeigt oder uns ermutigt oder uns hilft. Aber eigentlich brauchen wir es nicht wirklich. Denn Gott ist in der Lage, jedem zu lehren. Und er sagt, wenn ihr wissen wollt, ob meine Lehre von Gott ist, müsst ihr nur eine Sache tun, ihr müsst willig sein, gehorsam zu sein. Ja, ihr müsst den Willen Gottes tun wollen. Wer gehorsam sein möchte, wird erkennen, was die Wahrheit ist. Ja, wer nicht gehorsam sein möchte, der wird sich in Irrlehren verstricken. Aber wer gehorsam sein möchte, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Und dann macht Jesus eine ganz interessante Sache, haben wir gesehen. Er sagt, nicht wahr, ihr wollt mich töten. Ja, er verweist darauf, auf das, was beim Sanhedrin damals geschehen ist, anderthalb Jahre zuvor. Und wie reagiert die Menge, als Jesus sagt, dass es Pläne gibt, ihn umzubringen? Noch als Erinnerung, wie hat die Menge reagiert, als Jesus sagt, nicht wahr, da gibt es Leute, die mich umbringen wollen? Wie hat die Menge reagiert? Du spinnst ja, du hast ein Dämon, bist du besessen. Wer wollte dich umbringen? Das ist doch völlig frei erfunden. Da gab es ja viele Leute, die keine Ahnung hatten, ja, die dachten, es ist eine irre Verschwörungstheorie. Aber Jesus wusste, weil er ja anderthalb Jahre zuvor vor dem Sanhedrin stand und seitdem nicht mehr in Jerusalem gewesen war, er wusste, da planen die Obersten tatsächlich genau das. Und ihr wisst vielleicht noch, weswegen er vor dem Sanhedrin damals stand. Was hatte er in Anführungsstrichen verbrochen, weshalb er anderthalb Jahre zuvor vor Gericht gezerrt worden war? Was hatte er getan? Was war sein Verbrechen in Johannes 5 gewesen? Er hat ein Wunder getan. Was war das für ein Wunder? Er hat einen Menschen geheilt. Und zwar, und das war das Problem, am Sabbat. Er hat am Sabbat geheilt. Ja? Und dann geht es jetzt in den folgenden Versen hier
bis Vers 24 genau darum. Jesus weiß ja, dass das immer noch quasi der Anklagegrund ist. Er sagt, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Und dann sagt er, dass die Anklage völlig sinnlos ist, denn er zeigt ihnen, am Sabbat kann man beschnitten werden, ja? Denn am achten Tag soll ein Kind beschnitten werden und wenn der achte Tag auf einen Sabbat fällt, hatte nie ein Jude ein Problem, ein Kind am Sabbat zu beschneiden. Und er sagt, okay, wenn ihr also am Sabbat ein Kind beschneidet, warum darf man am Sabbat nicht einen Menschen gesund machen? Ja, das macht doch gar keinen Sinn. Und er sagt dann, und damit endet dann Vers 24, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Und da haben wir gesagt, das ist das, was Jesus eigentlich, was der Messias selbst tun würde. Er würde ein gerechtes Urteil fällen, nicht nach dem Hörensagen richten. Und an der Stelle, in dieser Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Obersten, die versuchen jetzt seine Lehre zu stören, indem sie jetzt immer noch hier, auch, es geht immer noch im Hintergrund um diese Sache damals vom Teich Bethesda, da starten wir jetzt hier und haken ein in Vers 25. In Johannes 7, Vers 25. Mag mal jemand vielleicht von euch lesen wollen? Johannes 7, Vers 25? Genau. Das ist eine ganz bemerkenswerte Sache hier in Vers 25. Da sprachen etliche, ist das nicht der, den man umbringen will? Warum ist das ein bemerkenswerter Satz? Wenn hier plötzlich einige, also offensichtlich eine Gruppe von Menschen, die aus Jerusalem sind, es waren ja Leute von überall, nicht wahr? Es gab Leute von aus allen Gegenden, die zusammengekommen waren für das Laubhüttenfest. Aber das sind jetzt Einwohner sozusagen, Leute, die in Jerusalem wohnen, die wissen, was in Jerusalem los ist. Und die sagen jetzt, hey, Moment mal, das ist doch der, den sie umbringen wollen. Warum ist das bemerkenswert, was sie hier sagen? Genau. Jesus hatte gesagt, ihr Obersten, ihr wollt mich umbringen. Und die Menschenmenge, ja, die von überall hergekommen sind, die haben gesagt, du spinnst ja, wer will dich umbringen? Ja? Und jetzt kommen nicht die Obersten, sondern Leute, die in Jerusalem wohnen, die damals schon dabei waren mit dem Teich Bethesda, die das mitbekommen haben, die wissen, dass Jesus vor dem Sanhedrin stand und sagen, hey, du bist doch der, den sie umbringen wollen, oder? Jesus hat sich nicht verteidigt, hat nicht gesagt, oh, wie, ich habe keinen Dämon, ja, als sie ihn so ausgelacht haben. Aber Gott kümmert sich um unseren Ruf. Ja? Als die Menschenmenge Jesus ausgelacht hat und seine Aussage angezweifelt hat, da sorgt jetzt Gott dafür, dass auf einen ungeahnten Weg die Aussage von Jesus bestätigt wird. Ja, Gott hat 1000 Wege, von denen wir nichts wissen. Ja, und wenn wir die Wahrheit sagen, dann wird Gott dafür sorgen, dass am Ende auch deutlich wird, dass es die Wahrheit ist. Und so ist Jesus hier gerechtfertigt sozusagen. Ja? Denn Leute, die aus Jerusalem sind, sagen ja, wir wissen, den wollen die umbringen. Ja? Und jetzt geht's aber weiter. Du kannst noch gleich ein bisschen weiterlesen. Vers 26. Genau, das ist jetzt sehr interessant. Ja? Also, das sind viele Menschen aus überall, die Jesus so ein bisschen kennen, aber nicht wissen, was die politischen Hintergründe sind. Aber diese Leute aus Jerusalem, die wissen ganz genau, was der Sanhedrin plant. Die wissen, dass es da schon seit längerer Zeit Turbulenzen und Schwierigkeiten gibt. Ja? Und jetzt sehen sie ihn im Tempel und sagen, hey, Moment mal, das ist doch der, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, wo überall Fahndungsbilder rumhängen, ja? Den sie haben wollen, ja? Der nach dem gesucht wird. Und er steht hier mitten im Tempel und predigt. Und niemand führt ihn ab, niemand will ihn gefangen nehmen. Ja? Was ist Ihre Schlussfolgerung? Was vermuten Sie jetzt? Ja, Sie fragen sich, das kann doch nicht sein, oder? Haben die Obersten jetzt doch Jesus als Messias anerkannt? Die Frage ist eigentlich im Griechischen so ein, Sie glauben doch nicht, dass er der... Glauben Sie das doch? Ja, so, wirklich jetzt? Sind Sie wirklich davon überzeugt, wahrhaftig überzeugt, dass er der wahrhaftige Messias ist? Also da ist so ein bisschen, man merkt so ein bisschen, wie die so ein bisschen hin und her schwanken. Könnt ihr das sehen? Sie sind völlig erstaunt, sie haben auch so ein bisschen ihre Fragen. Man merkt so, wie hier Menschen zwischen Jesus, dessen Worte sie anziehend finden und im Zweifel so hin und her schwanken, ja? Und nicht genau wissen, wie sie es einordnen sollen. Normalerweise sind ja die Obersten immer so der Maßstab. Ja? Und auf jeden Fall wundern sie sich, dass Jesus hier so öffentlich redet. Ich meine, wenn man gesucht wird mit Haftbefehl,
dann geht man ja nicht ohne weiteres dorthin, wo alle sind, die einen suchen, oder? Jesus hat ja bewusst ja auch Jerusalem gemieden, haben wir gesehen. Und jetzt steht er aber doch da, obwohl er weiß, sie suchen ihn, um ihn zu töten. Hier erfüllt sich ein Psalmvers. Schaut mal in Psalm 40. Die Erfüllung dieses Verses in gewisser Weise, dieses Abschnittes hier. In Psalm 40 und dort Vers 10. Psalm 40 ab Vers 10. Und zwar geht es hier um jemanden, schaut mal Vers 8, da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Um wen geht es hier? Wer konnte sagen, ich komme? In der Buchrolle steht von mir geschrieben, ist Jesus, oder? Ganz genau. Und er kommt, um den Willen Gottes auszuführen. Das Gesetz Gottes ist in seinem Herzen. Und jetzt schaut mal, was Jesus sagt in Vers 10. Ich habe Gerechtigkeit als frohe Botschaft verkündigt in der großen Gemeinde. Siehe, ich will meine Lippen nicht verschließen. Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem Herzen. Ich redete von deiner Wahrheit und von deinem Heil. Deine Gnade und Wahrheit verschwieg ich nicht vor der großen Gemeinde. Das sind zwei ganz tolle Verse. Schaut mal die ein bisschen genauer an. Er sagt erstmal, ich habe Gerechtigkeit als frohe Botschaft verkündigt. Was ist eine frohe Botschaft? Wie nennt man eine frohe Botschaft? Evangelium. Er sagt, ich habe deine Gerechtigkeit als Evangelium verkündigt. Ja? Beim Wort Gerechtigkeit denkt man vielleicht erstmal so ganz kalt an gerecht, ja? Richtig und falsch. Aber Jesus sagt, die Gerechtigkeit Gottes ist noch mehr. Die ist nicht einfach nur richtig und falsch, sondern das spielt Gottes Bereitschaft eine Rolle, sich unsere Schuld selbst auf sich zu nehmen. Ja? Eine gute Nachricht. Er sagt, ich habe deine Gerechtigkeit als eine gute Nachricht gepredigt. Ihr wisst vielleicht, was der Paulus in Römer 1 sagt. Er sagt, denn das Evangelium, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes. Durch Glauben zum Glauben, wie geschrieben, von Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, eben diesem Evangelium. Und das ist genau, was hier Psalm 40 sagt. Ich habe Gerechtigkeit als frohe Botschaft verkündigt. Und zwar wo? Wo sagt Jesus, hat er die Gerechtigkeit Gottes, das heißt ja auch, dass der Messias, Daniel 9, eine ewige Gerechtigkeit einführen wird, nicht wahr? Wo hat er sie als Evangelium verkündigt? Ja, genau, was sagt hier Vers 10? Er sagt, in der großen Gemeinde. Und das Hebräische, das steht auch in der Anmerkung, das Kahal, das bedeutet in der Versammlung. Ja, also da, wenn die Leute alle zusammenkommen. Und wann kommen die Leute alle zusammen? Bei welchen Gelegenheiten? Am meisten bei den Festen, ja, beim Passafest, beim Laubhüttenfest. Wenn die von überall zusammenkommen, das ist eine große Gemeinde, eine Versammlung. Und der Psalmtext sagt, Jesus wird das Evangelium auch vor einer großen Masse, die zusammenkommt, verkündigen. Er wird nicht hinterm Berg, er wird seine Lippen nicht verschließen. Er hätte ja seine Lippen verschließen können und sagen können, das könnte mein Todesurteil sein, wenn ich jetzt predige. Ja? Er sagt, ich will meine Lippen nicht verschließen. Herr, das weißt du. Und schaut mal in Vers 11, deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem Herzen. Das ist so interessant, weil das heißt ja, dass das Gesetz Gottes wo ist? In seinem Herzen. Also, was die Bibel sagt, er hat es zwar in seinem Herzen gehabt, aber er hat es dort nicht verborgen, nicht versteckt. Wenn das Gesetz Gottes in unserem Herzen ist, dann kann es nicht verborgen bleiben, nicht wahr? Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Denn was sagt Jesus? Wessen das Herz voll ist, es geht der Mund über. Ja, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Deswegen sagt er, es ist die Gerechtigkeit Gottes in seinem Herzen, aber er verbirgt sie doch nicht, sondern sie muss raus. Ich redete von deiner Wahrheit und von deinem Heil. Ja, also von der Wahrheit und von dem Evangelium. Ja, Jesus hat nicht einfach nur gute Nachrichten verbreitet, ohne Wahrheit, aber nicht einfach nur Wahrheit ohne gute Nachrichten, sondern er hat beides miteinander verknüpft, denn die echte Wahrheit ist die gute Nachricht und die ist wahr. Und dann heißt es, deine Gnade und Wahrheit verschwieg ich nicht vor der großen Gemeinde. Könnt ihr euch noch erinnern, was Johannes sagt? Wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit eines Eingeborenen voller Gnade
und Wahrheit. Ja? Und das, was sie gesehen haben in ihm, das hat er auch verkündigt. Das hat er gesprochen vor der ganzen Gemeinde. Und als Jesus jetzt hier im Tempel steht und obwohl Menschen ihn umbringen wollen und überlegen, wie sie ihn jetzt da festnehmen können, erfüllt sich Psalm 40. Vor der großen Gemeinde predigt er die Gerechtigkeit Gottes als Evangelium und verschweigt nicht, was in seinem Herzen ist. Schaut mal dir in Sprüche 28, Vers 1. Sprüche 28, Vers 1. Jesus war mutig. Das ist vielleicht nicht unbedingt immer der erste Charakterzug, der uns einfällt, wenn wir an Jesus denken, oder? Wenn wir an Jesus denken, dann denken wir vor allem an seine Liebe, an seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Barmherzigkeit, auch seine Wahrheitsliebe. Aber Jesus war auch mutig. Schaut in Sprüche 28, Vers 1. Sprüche 28, Vers 1. Der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Aber die Gerechten sind furchtlos wie ein junger Löwe. Keine Furcht in der Liebe, sagt Johannes, oder? Und Jesus war nicht irgendein Gerechter, er war die Gerechtigkeit schlechthin. Er ist der Herr, unsere Gerechtigkeit. Ist Jesus furchtlos? Er ist furchtlos wie ein junger Löwe. Deswegen heißt er auch der Löwe aus dem Stamm Juda. Jesus war mutig. Und das ist deswegen interessant, weil auch seine Jünger dann, als sie erst einmal vom Heiligen Geist erfüllt waren und damit mit ihm wirklich nicht nur körperlich, sondern geistlich wirklich eng verbunden waren, sie genauso mutig waren, oder? In Jerusalem plötzlich, auf dem Marktplatz, ja, vor allen Leuten. Dann, ich meine, ihr könnt ja Apostelgeschichte lesen, die waren wirklich mutige Menschen. Aber nicht, weil sie so natürlich mutig waren, sondern weil sie jetzt diesen Geist Jesu in sich hatten, der sie mutig machte. Noch ein Beispiel aus dem Neuen Testament in 2. Timotheus, Kapitel 1. Das ist wieder Paulus an Timotheus, 2. Timotheus, Kapitel 1 und dort Vers 7. Da sagt der Paulus an den Timotheus natürlich auch mit ähnlicher Intention, ihn ja, dazu zu ermutigen, furchtlos zu sein. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Das ist so die Selbstbeherrschung, die Züchtigkeit, ja, der gesunde, das richtige Verständnis, der gesunde Verstand. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Jesus war den Festen in den Monaten zuvor nicht ferngeblieben, weil er Angst hatte, oder? Er war den Festen ferngeblieben, weil er wusste, es wäre nicht das Beste, jetzt eine Konfrontation zu suchen. Manchmal ist es gut, keine Konfrontation zu suchen, aber wir sollten niemals der Konfrontation ausweichen, einfach nur aus Furcht, sondern aus Glauben und aus Verständnis, ja? Aber als Jesus wusste, dass er jetzt gehen sollte, hatte er keine Angst. Wir brauchen keine Draufgänger, die einfach der Welt beweisen, wie mutig sie sind. Jesus war nicht so. Ja, sonst wäre er schon die Feste vorher immer gegangen. Also, ich bin hier, ja, ihr könnt mir nichts. Jesus war klug. Er hat sich genau überlegt, wann er was tut und was der Vater ihm zeigt. Aber wenn es erforderlich war, dann ging er, egal was die Konsequenzen waren. Und das ist so ein bisschen die, was wir brauchen für die Endzeit. Wir brauchen kein Draufgängertum. Wir müssen nicht der Welt beweisen, wie mutig wir sind. Aber wir müssen auch so viel Gottvertrauen haben, dass wenn Gott von uns fordert, einen Stand zu machen für die Wahrheit, dass wir diesen furchtlos machen. So wie Jesus auch. Die Menschen waren total erstaunt, dass Jesus so mutig da, also so frei dort steht. Könnt ihr das in Johannes sehen? Ich weiß nicht. Der steht hier frei und predigt. Das war für sie unvorstellbar. Und vielleicht nehmen wir noch einen Vers dazu in Jesaja 50. Jesaja 50 und dort, ja, das ist sehr gut. Jesaja 50, Vers 7 und 8. Wenn ihr Jesaja die Verse vorher anschaut, oder wir lesen mal Vers 50, Vers 6, dann seht ihr, meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Könnt ihr sehen, das ist Jesus, oder? Jetzt schaut mal in Vers 7. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum muss ich mich nicht schämen. Ja, Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zuschanden würde. Was bedeutet es, wenn man sein Angesicht wie einen Kieselstein macht? Was soll diese Metapher aussagen, dieses Gleichnis? Das heißt, ich machte mein Angesicht wie ein Kieselstein. Soll das sagen, ich war sehr schwach?
Soll das sagen, ich habe mir ständig überlegt, also ich bin immer hin und her gewankt. Was heißt es? Mein Angesicht wie ein Kieselstein. Genau, unabwendbar sozusagen, ja, unerschütterlich, hat sein Angesicht auf ein Ziel gerichtet und da ist er bei geblieben. Angesicht wie ein Kieselstein. Warum? Er sagt, ich wusste, dass ich nicht zustanden werden würde. Jesus hatte diese unglaubliche Gewissheit, dass der Vater bei ihm ist. Und weil er wusste, meine Zeit ist noch nicht gekommen, weil er wusste, ich habe noch ein halbes Jahr lang, wusste er, egal was passiert, er kann an diesem Laubhüttenfest nicht sterben. Und weil er dieses Vertrauen hatte, stand er da mitten unter den Leuten und alle waren völlig erstaunt, dass sich das traut. Und dann heißt es weiter hier in Vers 8, der mich rechtfertigt, ist nahe. Wer will mit mir rechten? Mit anderen Worten, wer will mich verurteilen? Ja, wer will mich vor Gericht bringen? Lasst uns miteinander hintreten. Wer will gegen mich Anklage heben? Er trete her zu mir. Ja, das ist so. Also wenn ihr mich verklagen wollt, kommt her. Ja, Gott ist mit mir. Und diesen Mut, den werden wir in der Endzeit gut gebrauchen können. Woher hatte Jesus diesen Mut? Das Geheimnis ist, wenn ihr die Verse vorher anschaut, in Vers 4. Woher hat Jesus seinen Mut bekommen? Genau, in Vers 4. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Jesus war nicht so mutig, weil er so viel Muckis hatte, weil er so viel trainiert hatte. Er war so mutig, weil er jeden Tag mit Gott redete und wusste, dass Gott auf seiner Seite stand und er wusste, dass das, was er tut, Gottes Wille ist und dann konnte ihn niemand aus Gottes Hand reißen. Und das ist die Art von Mut, die wir für die Endzeit brauchen. Kein Mut, der sagt, hey, schaut, wie mutig ich bin. Ich bin mutiger als die anderen. Ja, so wie Petrus, das geht dem Bach runter. Ja? Wir brauchen den Mut von Jesus. Nicht von Petrus, der zeigt, ich bin besser als die anderen. Ich werde auf jeden Fall bestehen. Sondern der Mut von Jesus, der aus dem Wort Gottes lebt und sich dann nicht abbringen lässt. Weil er weiß, dass Gott mit ihm ist. Weil er aus Gottes Wort Tag für Tag lebt. Das war der Mut, den Jesus hatte. Nun, schauen wir nochmal zurück in Johannes 7. In Johannes 7, wir waren jetzt Vers 26 gelesen. Interessant, was Ellen White noch dazu sagt, während ihr zurückaufschlagt zu Johannes 7. Sie sagt, viele unter den Hörern von Christus waren Bewohner in Jerusalem. Und sie wussten durchaus, was die Obersten gegen ihn im Schilde führten. Und sie fühlten sich zu ihm hingezogen durch eine unwiderstehliche Kraft. Die Überzeugung drückte auf sie förmlich, dass er der Sohn Gottes war. Aber Satan war bereit, Zweifel zu sehen und vorzuschlagen. Und dafür war der Weg vorbereitet worden durch irrige Ideen über den Messias und sein Kommen. Und das lesen wir jetzt in Vers 27. Magst du nochmal Vers 27 jetzt lesen? Johannes 7, Vers 27. Das ist eine merkwürdige Sache, oder? Also zunächst einmal sagen sie, wir wissen, wo er ist. Wenn man die Evangelien anschaut, auch im Johannes-Evangelium, dann sieht man, dass bestimmte Fakten über das Leben von Jesus allgemein kursierten. Ja? Ihr wisst, die Menschen wussten zum Beispiel auch, wir können mal direkt lesen in Johannes 6, wenn du nur ein bisschen weitergeht, Johannes 6, Vers 42, eine Seite zurückblättern. In Johannes 6, da heißt es, als die Menschen damals Jesus nach der Speisung der 5000, einen Tag später, dann aufgesucht haben, in Vers 42, und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Ja? Also viele Menschen wussten, wo er geboren worden ist, wer sein Vater, also vermeintlicher Vater gewesen ist, wer seine Mutter gewesen ist. Wir haben jetzt gesehen in Johannes 7, die Menschen wussten offensichtlich, dass er nicht zur Schule gegangen ist. Ja, er hat doch nicht studiert. Das heißt, bestimmte Daten aus seiner Biografie waren allen Menschen bekannt. Er war ja relativ bekannt geworden und sie wussten, wie er heißt, wo er herkommt, wie seine Eltern heißen. Sie kannten seinen Lebenslauf so ein bisschen. Und weil sie ihn so gut kannten, meinten sie, alles über ihn zu wissen. Sie meinten jetzt, alles über ihn wissen zu können. Und sie sagen jetzt, naja, wenn er wirklich der Messias wäre, dann wüssten wir doch niemand, wo er kommt.
Und da beschreibt Ellen White jetzt Folgendes. Das ist ganz interessant. Es war allgemein geglaubt worden, dass der Christus in Bethlehem geboren wird, aber dass er, und das war jetzt die Theorie von den Leuten, dass er eine Zeit lang danach verschwinden würde. Und dass er bei seiner zweiten Ankunft dann niemand wissen würde, wo er herkommen würde. Also die haben geglaubt, ja, der Messias wird irgendwie in Bethlehem geboren werden, aber dann verschwindet er irgendwie. Und dann, wenn er dann wieder auftaucht, so plötzlich, so ganz übernatürlich, dann weiß niemand, wo er herkommt. Und das ist der Messias. Und weil die Leute das geglaubt haben, haben sie gesagt, nee, das ist ja nicht, also das passt ja nicht auf Jesus. Und deswegen kann er nicht der Messias sein. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine Tradition, eine populäre Irrlehre den Blick verstellt auf die Wahrheit. Und das Problem war, viele haben das geglaubt. Ja? Also vielleicht nicht alle, aber sehr viele, die hatten irgendwie diese Idee, ich weiß gar nicht, man kann gar nicht genau mehr richtig reüssieren, also herausfinden, wo die das her hatten. Aber irgendwie kamen die da drauf, dass das irgendwie so sein müsste. Und weil sie jetzt dieser Irrlehre anhingen, waren sie für die Wahrheit nicht mehr offen. Und das sieht man heute in der Endzeit auch, oder? Wenn jemand eine Irrlehre anhängt, dann fällt es ihm schwer, den wahren Jesus und die Wahrheit über Jesus wirklich anzunehmen. Und das ist jetzt die Tragik. Das sind also Menschen, die sind eigentlich angesprochen von Jesus. Die bewundern auch seinen Mut, dass er dort steht. Und die fragen sich fast, ob er vielleicht wirklich der Messias sein könnte. Aber am Ende ist es diese Irrlehre, die sie davon abhält, ihm zu folgen. Und deswegen ist es nicht unwichtig, dass wir in unserer Verkündigung auch Irrlehren als Irrlehren aufdecken. Ja? Also wenn Menschen glauben, was weiß ich, ja, dass die Toten nach dem Tod gleich weiterleben oder so, ja? Oder wenn sie glauben, dass das Heil irgendwie, es gibt so viele, wir müssen die ganzen Irrlehren nicht aufzählen, aber es gibt so viele, wenn wir die nicht biblisch widerlegen, dann fällt es vielen Menschen schwer, eine Entscheidung wirklich für Jesus zu treffen. Jetzt schauen wir in Vers 28. Jesus reagiert auf diese Zweifel, die sich jetzt hier zeigen. In Vers 28. Magst du nochmal lesen? Vielleicht Vers 28 und 29 zusammen. Genau. Also Jesus geht jetzt in seiner Predigt auf diese Zweifel ein und er ruft laut, ja, er lehrt. Und was ist sein Hauptpunkt, den er jetzt hier macht in diesen beiden Versen? Was ist so seine Argumentation? Genau. Also er sagt ja zuerst, ja, es stimmt, ihr kennt mich. Was ihr über mich wisst, mein Name meiner Mutter, der Josef, Nazareth, dass ich keine, das stimmt alles. Aber obwohl ihr sozusagen, also mit anderen Worten, er sagt, ja, hier gibt es menschliche Fakten, ja. Der Mensch Jesus ist bekannt und es stimmt auch, ja. Da habt ihr recht, aber was ihr nicht wisst, ist was? Worauf lenkt er jetzt den Blick? Er lenkt den Blick darauf, dass er göttlichen Ursprungs ist, ja. Dass er von Gott gekommen ist. Und mit anderen Worten, er lenkt den Blick vom Mensch Jesus auf den von Gott gesandten Jesus. Und das ist ja ein Anliegen im Johannesevangelium immer wieder, die Göttlichkeit Jesu auch sehr stark herauszustellen. Hat es denn Menschen gegeben, die schon gewusst haben, geahnt haben, dass Jesus von Gott gesandt worden ist? Die das schon so ausgedrückt haben? Genau, also die Jünger waren ganz, die wussten ganz deutlich, ja, das haben wir gesehen, ja, die Jünger haben das erkannt, die haben das, du bist der König Israels, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes, ja, das war für die ziemlich von Anfang an klar, ja. Ganz genau, das ist ein gutes Beispiel. Ein anderes Beispiel ist in Johannes 3. Da sehen wir sogar, wie Menschen, die nicht Jesus offen nachgefolgt sind, oft durchaus zu dieser Schlussfolgerung gekommen sind, dass sie Jesus göttliche Mission hat. Schaut mal in Johannes 3, Vers 2, eine göttliche Mission. Johannes 3, Vers 2, um wen geht es in Johannes 3? Jesus spricht dort mit wem? Mit Nikodemus. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi,
wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Ja? Also allein die Zeichen, die Jesus getan hat, haben sogar die viele Pharisäer überzeugt, obwohl sie es nie so offen zugegeben haben. Und auch Nikodemus kommt ja nur bei Nacht, ja, und das ist schon der mutigste von ihnen. Es hat sie überzeugt eigentlich, er muss von Gott gesandt sein. Aber das Problem ist natürlich, dass sie mit der Zeit genau das immer mehr abgelehnt haben. Weil sie zwar theoretisch, intellektuell wussten, er muss von Gott gesandt sein, weil kein Mensch kann diese Zeichen tun, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Aber die Botschaft, die er predigte und der Charakter, den er zeigte, war so im Gegensatz zu ihrem Verständnis, dass sie sich entscheiden mussten, entweder Buße tun oder Jesus ablehnen. Ihr Lieben, wenn wir in unserem Leben feststellen, dass das, was Jesus sagt oder das, was Jesus ist, wie er so charakterlich ist, im Widerspruch ist zu dem, was wir denken und tun, gibt es immer nur zwei Optionen. Entweder wir bekehren uns oder wir lehnen Jesus ab. Und möge Gott uns helfen, dass wir immer bereit sind, uns zu bekehren, umzukehren, umzudenken, uns verändern zu lassen. Auch wenn das bedeutet, dass wir Positionen aufgeben, die wir vielleicht früher verteidigt haben. Auch wenn das bedeutet, dass wir Praktiken ändern, die wir bisher für richtig empfunden haben. In dem Moment, wo der Stolz sich durchsetzt und wir sagen, nee, das haben wir immer schon so gesagt, das behalten wir jetzt, kann Jesus nicht mehr für uns wirken. Und das passierte mit den Pharisäern, das ist eine ganz traurige Geschichte. In Johannes 5, Vers 43 hatte Jesus ihnen das gesagt, in Johannes 5, Vers 43, damals vor dem Sanhedrin, anderthalb Jahre zuvor. In Johannes 5, Vers 43, dort sagt er, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Das ist eine ganz interessante Aussage, oder? Was sagt er mit anderen Worten? Er sagt, ich komme im Namen des Vaters und ihr nehmt mich nicht an. Wenn jemand sich selbst sendet, ja, gar nicht von Gott kommt, den werdet ihr lieber annehmen als den, der von Gott kommt. Und das hat damit zu tun, dass Jesus ja sagt, ihr kennt ihn nicht, ihr kennt den Vater nicht. Und weil ihr den Vater nicht kennt, deswegen nehmt ihr mich nicht an. Wir hatten gelesen in Johannes 7, schaut mal, er sagt ja in Johannes 7, Vers 28, und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Johannes der Täufer hatte schon darüber gesprochen. Schaut mal in Johannes Kapitel 3. In Johannes Kapitel 3 und dort Vers 33. In Johannes 3 und dort Vers 33. Das sagt jetzt nämlich Johannes der Täufer, wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Ja, also wer Jesus annimmt und das, was Jesus sagt, der bestätigt Gottes Wahrhaftigkeit. Wer Jesus ablehnt, macht letztlich Gott zum Lügner. Und deswegen sagt Jesus, dass ihr mich ablehnt, beweist, dass ihr Gott den Vater nicht kennt. Haben die Juden geglaubt, dass sie Gott den Vater kennen? Die waren so stolz darauf, Gottes Volk zu sein. Und sie waren sich so sicher, dass niemand von Gott erhört wird als nur sie. Sie dachten, sie haben die engste Beziehung zu Gott überhaupt. Und Jesus sagt ihnen, ihr kennt ihn gar nicht. Und daraus ergibt sich die Frage für uns heute, es reicht nicht zu denken, ich habe die engste Beziehung zu Gott überhaupt, sondern kenne ich Gott wirklich? Und woher weiß ich, dass ich Gott kenne? Ich kenne Gott, wenn ich Jesus annehme, oder? Wenn ich mit Jesus wirklich lebe. Und schaut mal in Matthäus 11, Vers 27. Matthäus 11, Vers 27. Das ist diese berühmte Passage, wo Jesus dann später sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. In Matthäus 11, Vers 27, dort sagt er, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchen der Sohn es offenbaren will. Also, die
einzige Möglichkeit, Gott wirklich zu kennen, wie er ist, ist durch Jesus. Und deswegen sagt Jesus, ihr kennt den Vater nicht, weil er mich ablehnt. Wer Jesus ablehnt, kann den Vater nicht kennen. Weil so wie Jesus ist, so ist der Vater. Wenn uns etwas an Jesus nicht gefällt, dann gefällt es uns auch nicht an dem Vater. Wenn wir auf Jesus nicht hören, dann würden wir auch nicht auf den Vater hören, wenn er zu uns redet. Wenn wir keine Lust haben, uns mit Jesus zu beschäftigen, dann würden wir im Himmel auch keine Lust auf Gott, den Vater, haben, mit ihm Zeit zu verbringen. Das ist eigentlich, was Jesus hier sagen möchte. Der Sohn zeigt, wie der Vater ist. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, zu wissen, ob wir wirklich Gott kennen oder nur meinen, ihn zu kennen. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 3 und 4. Johannes macht das immer so wunderbar deutlich, auf den Punkt, tief und doch ganz einfach zu verstehen. In Johannes, 1. Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 3 und 4. Dort sagt Johannes, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Ja, also wenn ich mir die Frage stelle, woher weiß ich, dass ich ihn erkannt habe? Ja, spürt man das irgendwie? Hat man da irgendwie einen Kribbeln im Bauch? Nein, er sagt, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält auch seine Gebote nicht, der ist ein was? Das ist ein Lügner. In einem solchen ist die Wahrheit nicht. Und deswegen wünscht sich Gott, dass es Menschen gibt am Ende der Zeit, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesu hochhalten. Denn wer die Gebote Gottes hält, und zwar nicht einfach um Gott zu überzeugen, sondern aus Liebe zu Gott, also wer sie wirklich hält durch die Kraft Gottes, ja, durch den Heiligen Geist, nicht durch eigene Anstrengung, sondern durch den Heiligen Geist, wer mit Gott kooperiert und die Gebote hält, der kennt Gott wirklich. Warum? Weil die Gebote Gottes ja Gottes Charakter zeigen. Wer die Gebote Gottes nicht mag und die Gebote Gottes verändert und die Gebote Gottes abschafft und sagt, die Gebote Gottes sind ans Kreuz genagelt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist genauso, wie die Gebote sagen. Das ist die Idee. Und was war das Problem von den Juden? Jesus sagt ja, ihr habt zwar die Gebote, aber ihr wollt mich töten. Ja? In dem Moment, wo sie sozusagen ihn umbringen wollen, brechen sie ja das Gebot. Sie brechen die 10 Gebote. Sie denken, dass sie die 10 Gebote halten, aber sie planen seinen Tod. Und deswegen können sie Gott, den Vater, nicht erkennen. Und das ist die ganze Problematik. Wenn wir an Sünde festhalten, können wir in einer Predigt sitzen, wo Jesus selbst predigt. Wenn wir an Sünde festhalten und ihn nicht loslassen wollen, dann können wir Gott nicht verstehen, was er uns sagen will. Das ist letztendlich einer der ganz wesentlichen Punkte hier. Also, wir haben gesehen in Johannes 7, Jesus macht sehr deutlich, ihr kennt ihn nicht, aber ich kenne ihn. Und warum kennt ihn Jesus? Warum kennt ihn Jesus? Eine einfache Frage. Warum kann Jesus sagen, ich kenne ihn? Er sagt, ich bin bei ihm gewesen. Ich habe sein Angesicht gesehen. Ja, er war schon immer, Ellen White sagt das so wunderbar, es gab nie eine Zeit, in der so nicht in enger Verbindung mit dem Vater war. Er war schon immer da mit ihm. Denn die Bibel sagt ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Ja, er war vorher bei ihm, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes macht das in Johannes 1 ganz deutlich. In Johannes 1, Vers 18, dort heißt es, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Also das ist ja eigentlich eine Formulierung, der in des Vaters Schoß ist. Also das heißt ja nicht, dass Jesus all die Jahrtausende auf dem Schoß vom Vater saß, oder? Aber was heißt das, in dem Schoß des Vaters zu sein? Was soll dadurch ausgedrückt werden, diese Formulierung? Innige Verbindung, nicht wahr? Man hat sein eigenes Kind auf dem Schoß, ja? Vielleicht sein Ehepartner, ja? Aber mehr Menschen noch nicht, oder? Die engste Verbindung, die man sich vorstellen kann, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Der erklärt, wie der Vater ist. Und deswegen war es so dramatisch, dass sie Jesus nicht annehmen wollten, weil sie damit jegliche Möglichkeit sich beraubten, den Vater oder sich der Möglichkeit beraubten, den Vater überhaupt besser kennenzulernen. Zum Schluss, als letzten Vers für heute, Johannes 7, Vers 30. Johannes 7, Vers 30, damit enden wir für heute, machen dann nächste Woche ab Vers 31 weiter. Magst du nochmal lesen, Vers 30? Das ist interessant, oder? In Vers 19 sagt Jesus, warum wollt ihr mich töten? Ja? In Vers 20 sagt die Menge, du spinnst ja, bist Dämonenbesessen, wer will dich töten? Ja? Dann in Vers
25 kommen da Leute und sagen, hey, das ist doch der, den sie töten wollen. Ja? Und dann in Vers 30 wird es deutlich, sie wollen ihn töten. Ja? Ganz interessant. Also Jesus hat das eben genau gewusst. Jetzt offenbart es sich. Die wollen ihn gefangen nehmen, aber sie können nicht. Und warum können sie nicht? Warum ist es ihnen nicht möglich? Warum sind sie wie von einer, sie wollen ihn umbringen, sie bemühen sich darum, aber niemand macht es, niemand kann es. Sie sind wie, als ob sie von einer übernatürlichen Macht zurückgehalten werden. Warum? Da gibt es eine prophetische Uhr und die tickt. Und Jesus hat jetzt genau 3 Jahre gedient. Aber es sollte in der Mitte der Woche sein, nicht wahr? 3,5 Jahre. Seit der Taufe im Herbst 27 waren jetzt 3 Jahre vergangen. Es war jetzt Herbst 30, Laubhüttenfest. Es fehlt noch ein halbes Jahr. Und weil noch ein halbes Jahr auf der prophetischen Uhr fehlt, können selbst die größten Feinde nichts tun. Gottes prophetischer Plan ist stärker als alles, was Feinde sich ausdenken können. Gott hat seinen Plan und er lässt nur die Dinge zu, die in diesen Plan hineinpassen. Und alles, was er zulässt, passt in diesen Plan. Alles, was er nicht zulässt, alles, was er nicht möchte, wird auch nicht geschehen. Oder sagen wir so, alles, was nicht in den Plan hineinpasst, wird nicht geschehen. Deine Stunde war noch nicht gekommen. Jesus hatte ganz am Anfang schon gesagt, könnt ihr euch daran erinnern, in Vers 6, da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Vers 8, geht ihr hinauf zu diesem Fest, ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Man sieht hier also ganz deutlich, wie Jesus Aussagen macht, die sich dann im Laufe dieses Kapitels bestätigen. Könnt ihr das sehen? Und wie sehr das sozusagen seine Aussagen dann bestätigt. Das zeigt, Jesus hat in seinem Dienst sehr genau nach dem prophetischen Wort gearbeitet. Jesus hat nicht einfach nur gesagt, ich predige mal gute Nachrichten und die Prophetie ist mir egal, sondern wir sehen hier, wie er wirklich auf die, das waren ja damals Zeitprophezeiungen, die wir heute nicht mehr haben, aber es waren Zeitprophezeiungen, er hat auf das Detail genau gewusst, wo er sich befindet und hat seinen gesamten Dienst an der Prophetie ausgerichtet. Und wenn wir in dieser Endzeit Menschen für Jesus erreichen wollen, dann müssen wir unseren Dienst an dem prophetischen Wort ausrichten. Und das ist genau das, was wir tun wollen, wenn wir uns mit Daniel und Offenbarung beschäftigen. Ich meine, damit wir wissen, was die Prophetie für unsere Zeit zu sagen hat. Damit wir unseren Dienst auch an diesem prophetischen Wort ausrichten. Und wenn wir das tun, dann wird Gott uns bewahren bis zu der Stunde, die er vorbereitet hat. Oder? Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lasst uns niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du durch dein Wort zu uns gesprochen hast und dass wir es immer besser verstehen können. Danke, dass du uns prophetische Botschaften gegeben hast, sodass wir uns genauso wie Jesus an ihnen orientieren können und sie zum Maßstab unseres Dienstes machen können. Herr, hilf uns, dass wir die Prophetie genauso gut verstehen, wie Jesus sie verstand, als sie auf der Erde lebte. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du dich um unseren Ruf kümmerst, dass selbst wenn Menschen unsere Aussagen anzweifeln und auslachen, dass du dafür sorgen wirst, dass Menschen erkennen, dass wenn wir die Wahrheit studiert haben und sie sagen, es auch wirklich die Wahrheit gewesen ist. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir die Göttlichkeit Jesu und seine göttliche Mission erkennen und dass wir durch das Betrachten des Lebens und Wirkens von Jesus ein immer besseres Bild auch von dir selbst, lieber Vater, bekommen, damit wir dich von ganzem Herzen lieben, damit wir bei dir bleiben und du die Furcht vor dir in unser Herz geben kannst, damit wir nicht mehr von dir abweichen. Herr, das bitten wir im Namen Jesu. Amen.